Schönen guten Morgen in die neue Handelswoche und sie verspricht doch einigermaßen grün zu werden nach den starken Vorgaben, die wir in den USA gesehen haben. Sie sehen es, der Dow Jones 440 Punkte nach oben gelaufen, 1,8%, die anderen Indizes ebenfalls sehr fest unterwegs, tatsächlich mehr oder weniger im Gleichklang, 1,77, 1,74, 1,79 und das Ganze vor dem Hintergrund der guten Arbeitsmarktdaten und ja, der Entspannung zwischen den Amerikanern und den Nordkoreanern. Da könnte es ja zu einem Gipfeltreffen kommen und da haben die Anleger momentan die Gefahr eines Handelskrieges erst einmal ausgeblendet bzw. so ein bisschen an die Seite gedrückt. Es könnte vielleicht im Laufe der Woche jetzt wieder mal zum Thema werden. Donald Trump hat ja am Wochenende schon wieder ein bisschen, ich will mal sagen, gestichelt, gerade gegen die deutschen Autobauer. Mercedes und BMW könnten mit Strafzöllen belegt werden. Auf der anderen Seite, das sind jetzt keine ganz neuen Erkenntnisse, denn eigentlich schon seit dem Wahlkampf spricht er das immer wieder an. Also jetzt erstmal gute Vorgaben. Schauen wir kurz nach Asien rüber, was sich da tut, da schwappt es praktisch so rüber. Der Hang Seng 1,7% im Plus, der Nikkei 1, aufgerundet auch 0,7 und der Shanghai Composite bei 0,6. Und damit kommen wir zum ersten Chart. Das ist natürlich der Bitcoin, der sich ein wenig gefangen hat. 1,3% geht es nach oben, 9.660. Sieht jetzt momentan gar nicht mehr so schlecht aus. Wir hatten natürlich den deutlichen Rückgang hier ausgelöst durch die anstehende, drohende Regulierung durch die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde, die hat ja gesagt, okay, das muss normalerweise reglementiert werden, der Bitcoin und die ganzen Börsen, über die das gehandelt wird. Sei es drum, hat auf jeden Fall erstmal dazu geführt, dass viele Anleger rausgegangen sind, aber hier unten scheint sich das irgendwo stabilisieren zu wollen. Und von dort aus könnte man rein theoretisch dann natürlich argumentieren, okay, können wir uns vielleicht so ein wenig jetzt wieder nach oben arbeiten. Weiterhin wichtig bleibt dann natürlich die 10.000-Dollar-Marke. Walt Disney haben wir deshalb mit dabei, weil Black Panther, die letzte Installation eines Superhelden mit ja praktisch nur schwarzen Schauspielern, wirklich ein Rekord nach dem anderen jetzt momentan knackt, die vierte Woche in Folge ganz oben in der Box Office, also letztendlich bei den Ticketverkäufen. China ist jetzt dazu gekommen in der vergangenen Woche nochmal 70 Millionen und das bedeutet, dass Black Panther die Milliarden-Dollar-Grenze geknackt hat, sehr erfolgreich, eigentlich nur noch knapp hinter dem letzten Jedi, also die Star Wars Installation letztendlich der vergangenen Jahre oder der vergangenen Monate. Und auch hier dürfte es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis da der eine oder andere weitere Rekord für Black Panther, ist ein wirkliches Phänomen, dieser Film, weiter fällt. Und das dürfte dann irgendwann auch Disney auf die Sprünge helfen. Kommen wir zum DAX, das ist ja das Wichtigste für uns als Anleger heute Morgen. Wie wird er aufmachen? Wir haben sehr gute Vorgaben aus den USA. Wir haben gute Vorgaben, sehr gute Vorgaben aus Asien. Wir sind in der Taxierung schon jenseits der 12.400 Punkte. Das heißt, wir haben natürlich rein theoretisch die Möglichkeit, hier mal wieder den langfristigen Trend ins Auge zu fassen. Die 200-Tage-Linie, die ja in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Fokus dann wieder gerückt war, vor allen Dingen, nachdem wir hier einmal, ich hatte es in der vergangenen Woche mit dabei, einmal so ein Pullback und dann nochmal ein neues Tief gemacht. Aber mit den Vorgaben jetzt im Rücken könnte es tatsächlich nach oben gehen. Und natürlich, absolut im Fokus stehen heute drei Unternehmen. Das ist einmal E.ON, dann ist es Innogy und dann ist es RWE. Was ist passiert? In der Nacht auf Sonntag haben die Konzerne, also E.ON und RWE, umfangreiche Maßnahmen bekannt gegeben, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und das ist jetzt etwas komplizierter, weil E.ON will Innogy übernehmen und will gleichzeitig, dass RWE eine Beteiligung an E.ON erhält. Und das Einzige, wer da noch dieser Unternehmung und diesem Vorhaben in die Suppe spucken könnte, das wären natürlich die Kartellbehörden. Jetzt sollte man nicht so naiv sein, anzunehmen, dass sich die Unternehmen nicht vorher darüber Gedanken gemacht hätten und dann am Ende sagen, hoch, Mensch, das hatten wir aber jetzt vergessen. Wir haben uns die Marktanteile angeschaut. Das scheint durchaus machbar zu sein. RWE hat momentan einen Marktanteil im deutschen Strommarkt von rund 21%. E.ON kommt mit 15% drauf. Also kann man durchaus argumentieren, dass hier keine so starke Konzentration stattfindet, dass die Aufsichtsbehörden da ihr großes Veto einlegen könnten. Zumal Vattenfall, ENBW ja ebenfalls noch jeweils um die 13% und die restlichen Stromanbieter nochmal im Bereich 25-30%. Also das könnte durchaus funktionieren und es würde Sinn machen. Natürlich für E.ON, die hätten Zugriff auf das attraktive Netzgeschäft von Innogy. RWE
RWE gleichzeitig könnte auch was rausziehen. Es wäre eine tatsächlich, Moment, da müssen wir mal nachzählen, Win-Win-Win-Situation. Und genau so sieht das momentan auch die Börse. Sie sehen es hier oben schon. E.ON vorhin teilweise sogar schon 10% im Plus gewesen. Schaut jetzt so aus, als wenn der langfristige Trend, also hier noch ein Kaufsignal dazu käme. Innogy ebenfalls drüber gelaufen. Sie sehen es jetzt 13%. Und wir haben tatsächlich auch RWE, die es ja doch eher zerbröselt hatte in der Vergangenheit. Schauen Sie sich das an. So, und dann hatten wir zunächst einmal den Bruch dieses kurzfristigen Abwärtstrendes. Und jetzt sieht es doch auch hier wieder deutlich, deutlich schöner aus. Und scheint die Börse da kein Haar in der Suppe zu finden, sondern ein großer, starker Energiekonzern, bei dem sich allerdings die Experten noch nicht so einig sind, führt es denn jetzt eigentlich zu sinkenden Strompreisen, weil Innogy ja eher ein teurer Anbieter ist und man das angleichen könnte nach unten, oder wie Kritiker befürchten, eher zu steigenden Strompreisen. Aber das werden wir haben keine Glaskugel, also das werden wir dann sicherlich in den kommenden Monaten sehen. Morphosis haben wir noch der guten Ordnung halber mit dabei, denn da gibt es ein Upgrade und ein neues Kursziel auf 94 Euro und das könnte der Aktie heute Morgen ebenfalls helfen. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt kommen wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick DeWitt. Wayne, relativ gut gelaunt, doch für den Wochenanfang mit einem leichten Lächeln im Gesicht, sieht ja auch gut aus. Martin, ja, da hast du völlig recht. Und ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, weil ich finde, deine Börsenberichterstattung, wie du es hier zusammenfasst, die finde ich wirklich sehr unterhaltsam und sehr informativ. Deswegen freue ich mich dann immer, wenn wir dann hier unsere knapp eine Minute zusammen verbringen. Das ist ja, du hast es gesagt, die Vorgaben aus Amerika, die sind sehr positiv. Sehr gerne. Die sind sehr positiv, plus 1,8%. Es waren vor allen Dingen die guten Arbeitsmarktdaten und die moderate Lohnentwicklung in Kombination, die dafür gesorgt haben, dass es ab 14.30 Uhr unserer Zeit quasi ein Kursfeuer gegeben hat, sowohl beim Dow als auch bei uns. 1,8%, ich sage, das sind übrig geblieben. Und jetzt sind wir zum ersten Mal im Monat März über der 25.000-Punkte-Marke. Da kann auch ein Donald Trump mit seinen Strafzöllen auf Aluminiumstahl, vielleicht sogar auf deutsche Autos für den Moment zumindest, nicht wirklich das Haar in der Suppe sein, das die Anleger nutzen, um vielleicht doch zu verkaufen. Aber Vorsicht ist geboten, denn mit JP Morgan hat sich am Freitag ein weiteres großes Bankhaus und ein Analyst zu Wort gemeldet und gesagt, naja, im Grunde erwarten die, dass der Aktienmarkt insgesamt um 40% zurücksetzt. Könnte. Ob das tatsächlich passiert, woher das alles kommt, ich weiß es nicht so genau. Aber du sagtest es, die asiatischen Märkte sind fest und für den DAX erwarten wir uns über der 12.425-Punkte-Marke im Moment, dass es zumindest mal nach vorne geht, vor allen Dingen durch die RWE-Eon-Geschichte getrieben. Und dann freuen wir uns jetzt erstmal auf einen schönen Handelsbeginn und was dann noch den Rest des Tages passiert. Wir werden es sehen. Vielen Dank nach Frankfurt, vielen Dank Patrick. Wir sehen uns wieder um 14.40 Uhr mit der US-Vorbörse. Mal schauen, was die Amerikaner aus dem Wochenauftakt hier in Asien und auch in Deutschland, also Europa, noch machen. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.